Jetzt möchte ich hier zeigen, wie man die Ecke näht. Und zwar ein Teil ist immer länger, 1 cm länger als also, das Teil, was um die Ecke rumgenäht werden muss. So, jetzt habe ich es. Und zwar nähst du praktisch hier bis zur 1 cm länger als zur Ecke. Und ich kann das hier mit der Nadel nochmal ganz gut zeigen. Also, 1 cm Nahtzugabe sind hier drin. Wenn ich die Zentimeter nach unten gehe und von hier aus 1 cm rein, dann trifft hier diese Stelle exakt die Naht, weil ich dann rumlege. In der Theorie schwer zu erklären, ich zeige es euch gleich in der Praxis. Also, das heißt, ich nähe bis 1 cm vor der Stoffkante und treffe damit gleichzeitig 1 cm nach der Ecke. Position habe ich gesteckt. Dort verriegel ich und nehme das Ganze raus. Denn jetzt muss ich einschneiden. Ich möchte ja jetzt einmal rumnähen. Das heißt, ich möchte das Ganze drehen. Und da gibt es hier ganz schön viel Gewurstel. Und deswegen schneide ich von der Ecke bis zur Naht schräg ab. Das sieht man jetzt auf dem Vlies eigentlich ganz gut. So, von der Ecke bis zur Naht vorne, bis zum letzten Stich schneide ich ein. Nur nicht über die Naht schneiden. Und jetzt kann ich das Ganze wunderbar drehen, kann meine Nadel wieder in das Ende der Naht stecken oder positionieren. Oder auch für Anfänger ist auch immer noch mal ganz gut, ich nähe einfach von der anderen Seite zur Ecke ab, das heißt von der Kante. So, dann nähe ich das hier rüber. Und ich sehe jetzt hier wunderbar, wo mein Ende der Naht ist, beziehungsweise mein Zwick ändert. Und dann nähe ich da drüber. Diese Ecke wird später sowieso verdeckt, aber nichtsdestotrotz wollen wir sie schön haben. Das haben wir hier gut hingekriegt. Jetzt bügeln wir das Ganze sauber aus und dann positionieren wir hier die Tasche.